jetzt der zweite Trainingstag des FC Bayern hier in Doha. Es ist wieder einiges los gewesen. Unter anderem hat Mario Götze sich geäußert zu seiner Verletzung, die ihn ja doch schon eine ganze Weile quält. Er hat keine so guten Nachrichten gehabt. Er hat gesagt, es wird noch eine Weile dauern. So bis Februar oder so muss man damit rechnen, dass es dauert, bis er wieder einsteigen kann. Ja, bitter für den FC Bayern, aber die restlichen Kollegen haben ganz schön zugelegt heute. Und es gab auch einen prominenten Gast, der da zugeschaut hat. Definitiv. Also Boris Becker war heute in Doha und hat das FC Bayern Training aus nächster Nähe verfolgt. Man muss leider sagen, dass der ehemalige Wimbledon-Sieger nicht mehr ganz sicher auf seinen Beinen unterwegs ist. Also humpelt ein bisschen. Bei den Bayern sah es schon auf jeden Fall deutlich besser aus. Es war viel, viel Zug im Training, viele Sprints. Pep Guardiola hat da einiges angezogen und ja, morgen dafür ein einigermaßen ruhiger Tag für die Bayern-Spieler. Nicht? Stimmt, morgen wird es ruhiger zugehen. Der Pep Guardiola hat den Spielern freigegeben den ganzen Tag. Man wird sehen, es gibt hier einige Möglichkeiten Golf spielen. Es gibt ein Tennisturnier, wo morgen das Finale steigt, das sich bestimmt der eine oder andere anschauen wird. Philipp Lahm hat heute noch gesagt, heute war es so intensiv, dass der Puls schnalzt. Also ein freier Tag ist dann schon wohl verdient. Definitiv, auf jeden Fall. Formal die Bayern ja hier, wie gesagt, zweimal am Tag trainiert haben bis jetzt. Und ja, Philipp Lahm hat außerdem nochmal gesprochen über seine Zukunft, hat gesagt, nochmal unterstrichen, besser gesagt, dass er kein DFB-Engagement mehr anstrebt und dass er sich die EM dieses Jahr gemütlich mit seinen Freunden bei einem Grillabend anschauen wird. Klingt gut. Hat er sich verdient. Definitiv. Viele Grüße aus Doha.